Der Frühling kommt, Zeit für einen Frühjahrsputz. Kaum werden die Tage wieder länger, geht es ran ans Ausmisten. Doch wovon trennen Sie sich eigentlich? Ich bin heute mal in Pferden unterwegs und höre mich mal so um, wie die Pferdener ihren Frühling neu gestalten und wovon sie sich überhaupt trennen. Ja, das Zeug wird aussortiert, also vom letzten Jahr, was so neu ist. Und ja, kommt in den Altkleider denn. Ich bin eigentlich jemand, der grundsätzlich immer direkt wegwirft und das nicht vom Frühjahr abhängig macht. Aber wenn die Sonne so schön durch die Fenster ballert, denke ich mir, ich müsste jetzt mal die Fenster putzen. Ansonsten versuche ich das immer sauber zu halten, das ganze Jahr über. Wir trennen uns von Sachen, von denen man früher dachte, die brauchst du noch, die nimmst du sowieso noch, die stellst du noch wieder hin, haben wir ganz radikal gesagt, es muss mal was raus. Denn man hat ja keinen Souvenirladen zu Hause, man kennt ja die Wohnungen und, naja, Sie wissen ja. Und da sagen wir uns, sauber machen, dazu gehört auch mal aufräumen, und zwar zu jeder Jahreszeit. Man trennt sich schon von einigen Sachen. Zum Beispiel Farbe haben wir heute weggebracht, die wird gesammelt gerade am Allerufer. Und was trennen wir uns noch? Ja, ein paar alte Eimer haben wir weggeschmissen. Schuhe schmeiße ich raus. Schuhe schmeiße ich raus, damit ich wieder neue Schuhe kriege, und dann passt das. Oh, die alten Leute, die hängen eigentlich an alles. Ne? Ich habe mir vorgenommen, ich nehme nichts mehr dazu. Nur wenn ich was wegschmeiße. Ja, ich gehe jetzt am 1. Mai auf den Flohmarkt, dann wird aufgeräumt und weggeschickt. Und beim Landkreis ist hier demnächst auch ein großer Flohmarkt, da werde ich dann auch hingehen, alte Sachen loswerden. Von alten Sachen halt, die man nicht mehr braucht. Mal gucken, was da noch so rumliegt. Bis jetzt habe ich mich leider noch nicht getrennt, aber kommt noch. Ich sag mal, den Keller hat man sich angeschaut und hat geguckt, was ist da über, um ein bisschen Platz zu bekommen. Im Garten ist natürlich eine Menge zu tun, und im Moment bin ich dabei, die Terrasse neu zu gestalten. Also ich habe richtig eine Glasumrandung abgerissen und will einfach mal neu pflastern. Besonders die Frauen widmeten sich in ihrem Frühjahrsputz ihren Schuhen. Also liebe Männer, Vorsicht, denn bald ist wieder Shoppingtour angesagt.